Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben diese Woche eine etwas verwurstelte Woche, habe ich mir gerade überlegt. Am Dienstag große Tonprobleme im Fernsehen. Mittwoch ist die Sendung im Fernsehen ausgefallen. Donnerstag war Feiertag, war auch keine Sendung. Jetzt, Freitag, sind wir da, live hier bei Radio 1 Live und im WDR Fernsehen mit einer offenen Talkrunde, Talk-Radio-Show. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, heute Nacht, egal über was, dann ran ans Telefon, wie immer 0800 220 5050 oder meldet uns unter domian@wdr.de. Und gleich geht's los mit Benjamin. Und Benjamin ist, wie alt? 22. Hallo, Benjamin. Hallo, Jürgen. Ja, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich auch da bin. Ja. Um was geht's bei dir? Ja, es ist so, ich mache seit 2 Jahren eine Ausbildung zum Erzieher, die ich auch bald abschließen werde in ein paar Monaten. Hm. Aber meine Eltern denken, dass ich Jura studiere in der ganzen Zeit. Die wissen also nicht, dass ich Erzieher werden möchte. Mhm. Und ich kann auch mal kurz sagen, wie es dazu gekommen ist. Ja. Mein Vater ist Wirtschaftsprüfer, auch Jurist, hat 16 Anwälte unter sich in der eigenen Kanzlei. Wobei, ich ahne es schon. Und der Sohnemann soll genau sowas werden. In die Fußstapfen. Ja, ob genau, weiß ich nicht, aber ich bin halt in das Milieu früher reingewachsen. Mhm. Hat mich als 13-Jähriger auch schon für Jurabücher interessiert. Im Bücherschrank bei uns zu Hause lag das alles rum. Und als andere TKKG noch gelesen haben oder Zum Freunde oder Pizzabande, habe ich halt wirklich das Grundgesetz noch verschlungen. Und da hat mein Vater schon gedacht, dass ich eigentlich in der Richtung gefördert werden muss und hat mich auf ein Internat geschickt. Ja. Seitdem ich in der 9. Klasse bin, hatte ich also dieses Internat gehabt mit Schwerpunkt Rechtskunde. Mhm. Naja, aber meine Eltern haben gar nicht gesehen, dass ich mich halt ganz anders entwickelt habe von der 9. bis zur 13. Klasse. Mhm. Hast du Angst gehabt, es denen zu sagen, weil die Erwartungshaltung so groß war? Mhm. Dass ich Erzieher werden möchte. Ja. Im Prinzip habe ich da Angst gehabt und das hat auch seine Gründe gehabt, weil mein Vater halt... Ich meine, lass mich unterbrechen. Auch als du dich schon so ein bisschen anders entwickelt hast, so in der 11, ja. 12, 13, hast du es auch nicht gesagt? Naja, es war so, das Internat ist am Bodensee gewesen, das ist ja wirklich 500 Kilometer weg, das haben meine Eltern gar nicht so mitbekommen und es war auch sehr allmählich, dass ich mich halt in diesem Internat auf einmal engagiert habe sozial, mich für Kindergruppen engagiert habe, weil es wurde neben Juristerei auch Persönlichkeitsbildung da sehr groß geschrieben in dem Internat und das war wirklich was, wo ich richtig aufgeblüht bin und einige Lehrer, die mich sehr gut kannten, haben auch schon gedacht, ja, der Benjamin, vielleicht sollte der lieber später was in Richtung Psychologie, Theologie oder so machen Soziales. Und gar nicht unbedingt Jura studieren und es war bei mir sogar so, ich habe gemerkt, ich wollte gar nicht unbedingt studieren, aber ich habe sowas... Jetzt hast du aber deinen Eltern vorgespielt, oder spielst denen seit 2 Jahren vor, dass du Jura studierst. Genau so ist es. Und fragt der Vater nicht irgendwelche Fachfragen? Also es ist ein richtiges Doppelleben, was ich führe. Ja. Ich studiere jetzt in Berlin, relativ weit weg, aber ich habe mir immer oft was zurechtlegen müssen, damit meine Eltern, obwohl ich so weit weg wohne, nicht dahinter komme. Ja. Du lebst in Berlin im Moment? Ja, ich bin ja also ein paar Mal im Jahr und auch jetzt bei meinen Eltern in Westfalen. Ja, studierst aber nach deren Meinung in Berlin. Ja, also aber ich bin in Berlin eingeschrieben, aber ich studiere nicht wirklich. Aber in Berlin machst du auch deine Ausbildung. Genau, das ist aber ja Caritas. Ja. Mit sprachbehinderten Kindern, so ein bisschen sonderpädagogisch auch, und es macht mir richtig viel Spaß. So. Vor allem, es werden auch gerade Männer gesucht in dem Bereich. Ich werde auf jeden Fall eine Stelle kriegen als Erzieher. Ja. Jetzt erzähl mir, warum du Papa und Mama nicht gesagt hast vor 2 Jahren, pass mal auf, das ist nicht mein Ding, ich will Erzieher werden. Das ist meine Berufung und mein Talent. Also mein Vater ist ein sehr konservativer Mensch, der hat ein klares Männerbild und unterteilt auch noch klar zwischen Männerarbeit und Frauenarbeit. Also er ist auch Vorsitzender einer schlagenden Burschenschaft in Deutschland, hat auch jetzt hier CDU-Landtagsmandat bekommen in Nordrhein-Westfalen bei der Landtagswahl. Und er ist vor allem auch jemand, der zum Beispiel unseren Cousin, der soziale Arbeit studiert, immer als Weichei bezeichnet, weil er halt soziale Arbeit studiert. Also, daraus interpretiere ich, dass du Angst hast, ihm das zu sagen, weil der Vater das nicht achtet und respektiert, dass ein Junge Erzieher wird und du Angst vor der Reaktion auch hast. Das Problem ist, ich hatte als Erzieher ja nichts vorzubeweisen. Also ich konnte ja meinem Vater noch nicht beweisen, dass das jetzt so mein Ding ist. Das konnte ich ja jetzt erst in diesem Erzieherberuf auch erstmal merken, dass ich mit ein bisschen Selbstwertgefühl, dass jetzt meine Eltern sagen. Verstehe. Wie ist jetzt dein Plan? Das Problem ist jetzt habe ich zwar das Selbstwertgefühl, es meinen Eltern zu sagen. Das Problem ist, ich habe jetzt meine Eltern so lange belogen, dass sogar meine Mutter, die sonst eigentlich immer will, dass ich glücklich bin, auf einmal wahrscheinlich wahnsinnig enttäuscht wäre. Ja.
Und naja, als, am liebsten ist es so, ich würde jetzt eigentlich noch soziale Arbeit im Anschluss studieren, was ja eine gute Ergänzung wäre. Da gibt es in Berlin auch gute Möglichkeiten, das zu studieren. Nur ich hätte jetzt wirklich Angst, dass meine Eltern jetzt auch trotzdem erstmal das Geld zum Beispiel kappen. Und das wollte ich mir gerade fragen. Die haben dich die 2 Jahre unterstützt. Ja, also finanziell. Sie sind sehr, sehr, sehr wohlhabend. Also dann, das ist das wäre kein Problem. Und, ja. Ja, aber heikel. Hast du dich reingeritten? Wobei die Eltern sich auch an die eigene Nase fassen sollten, wenn sie ein bisschen selbstkritisch wären. Warum tut der Bengel das? Ja. Die sind ja nun auch schuld daran, dass, dass du, ich meine, letztendlich, was heißt schuld? Du bist ja kein Loser. Du hast ja eine ganz klare Sache durchgezogen, nämlich dein Ding. Ja, richtig. Nur nicht ihre Vorstellung verwirklichen. Ja. Ne? Da, das ist ja, wenn du jetzt sagen willst, ich habe jetzt 2 Jahre irgendwie hing ich rum und habe das Geld verplempert, dann wäre das schlimm. Aber du hast ja was vorzuweisen. Insofern ist das ja gar nicht schlimm. Ja, mir tut es für meine Mutter zum Beispiel leid. Die wollte immer, dass ich glücklich bin und ja, aber dann ist ich jetzt belogen und das ist zum Beispiel was. Stimmt, finde ich auch natürlich nicht schön. Aber was machen wir jetzt? Das Allerbeste, was man jetzt machen kann, ist, ich wollte eigentlich morgen meinen Eltern sagen, ja. Quasi jetzt heute quasi. Ist jetzt ja, ja finde ich gut. Ich habe aber, ich weiß es nicht. Mir wäre auch mulmig an deiner Stelle. Aber das bleibt ja anders übrig, als es zu machen. Du kannst verdammt stolz darauf sein, dass du das durchgezogen hast. Und ich finde, dass dein Vater auch stolz darauf sein kann, dass du es durchgezogen hast und dass du sogar noch weitermachen willst. Mhm. Und wenn dein Vater jetzt den Geldhahn zudreht, dann hoffe ich, dass du auch manns genug bist und dir überlegst, dann finanziere ich mir das Studium irgendwie selbst. Das wäre halt sehr schwer für mich, weil ich bin halt sehr luxuriös aufgewachsen. Ich kann jetzt nicht wie andere Studenten in der Fabrik arbeiten. Das kann ich jetzt nicht, weil ich es anders gewohnt bin eigentlich. Das kannst du dann auch. Was man alles kann, wenn man das machen muss. Also ich kann es nun absolut nicht. Da musst du es ausprobieren. Du musst ja nicht gleich zurückgehen. Ich bin aus der Arbeiterschicht, aber ich kann das so also überhaupt gar nicht mehr vorstellen, jetzt mein Studium selbst zu finanzieren. Das ist ja. Dann musst du halt überlegen, wo. Ich meine, du musst ja nicht gleich in die Fabrik arbeiten gehen. Du kannst ja auch Kellnern gehen oder es gibt ja 1000 Jobs. In Berlin musst du dich umgucken, irgendwas findest du schon. Also, ich finde gut, dass du das morgen deinen Eltern sagst. Dein Vater wird wahrscheinlich im Dreieck, im Sechseck springen. Mhm. Für die Mutter ist es eine Enttäuschung. Aber ich finde, du solltest denen das dann auch erklären. Nämlich, die Erklärung ist ja die Angst. Die Angst vor der so harten Erwartungshaltung deines Vaters. Ich wünsche mir am liebsten sogar, dass meine Eltern jetzt zugehört haben im Autoradio oder so. Und dass dadurch das Angesicht-zu-Angesicht-Gespräch quasi schon mehr erspart bleibt. Könnte das rein theoretisch sein, dass sie gerade unterwegs sind? Ja, die sind jetzt gerade unterwegs auf Autobahn, das weiß ich. Hören die denn diese Sendung manchmal? Normalerweise nicht, aber naja, was gibt's denn hier für Sender? Gibt's denn diese in Berlin? Ne? Also die Chance ist ja richtig gut. Ne? Also du hast so Furcht, dass du es quasi so durchs Hintertürchen outen möchtest? Ja, im Ernst, das ist auch der Grund für meinen Anruf, denn wenn meine Eltern sehen, dass du zu mir stehst, werden die vielleicht, ich hoffe, also, liebe Eltern von Benjamin, falls ihr jetzt zuhört, ich kann euch verstehen, ich sag mal euch zu deinen Eltern. Ich kann euch verstehen, dass ihr enttäuscht seid und dass der Benjamin euch belogen hat 2 Jahre über. Aber er hat das ja nicht aus Bosheit getan, ja. Und auch nicht aus Spaß an der Freude. Er hat es getan, ich sag jetzt mal, aus einer seelischen Not heraus. Genau. Weil er Angst hatte, dass sie, die Eltern von Benjamin, dass sie ihm das verbieten oder ihm das Leben schwer machen für seinen neuen eigenen Weg. Ich finde, wir sollten Respekt haben vor Benjamin, dass er es durchgezogen hat. Und vergeben Sie es ihm doch und helfen Sie ihm doch jetzt vielleicht auch noch weiter zu studieren. Obwohl ich an Ihrer Stelle würde ihm auch nicht so viel Geld geben, damit der Bengel auch mal ein bisschen arbeitet vorher und weiß, was das bedeutet, auch sein Studium selbst zu finanzieren. Mhm. Da wäre ich dann an deiner Stelle, wenn ich jetzt dein Vater wäre, wäre ich streng. Würde ich sagen, komm Junge, ein bisschen Christa, aber den Rest musst du dir selbst bezahlen. Ach so, mehr. Aber ich finde trotzdem gut, dass du immer die junge Generation verteidigst gegenüber der Älteren. Ja. Das finde ich richtig gut. Ja, nicht auch nicht immer, aber in dem Fall finde ich das schon. Finde ich das schon gut. So, jetzt hoffen wir mal, dass die Eltern zugehört haben. Und wenn sie nicht zugehört haben, musst du morgen eben durch. Ne? Mhm. Musst du durch. Alles klar. Alles Gute. Danke, Domia. Benjamin, tschüss. Ciao. So, meine Lieben. Hier sind wir live bei Radio Asylum im WDR Fernsehen mit dem Telefontalk Domian. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann meldet euch per Telefon oder per Mail. Und ich möchte euch hinweisen auf morgen. Morgen ist prominenter Besuch bei mir. Morgen ist der hochpreisgekrönte WDR-Moderator Frank Plasberg mein Gast. Moderator von Hart aber fair, einer der renommiertesten Polit-Talkshows, die es mittlerweile im deutschen Fernsehen gibt. Frank Plasberg hat den Deutschen Fernsehpreis bekommen, den Grimme-Preis bekommen.
den Hans-Joachim-Friedrichs-Preis. Und ihr könnt natürlich auch gerne morgen mit Frank Plasberg über seine Show, über Hart aber fair, über vielleicht auch seine Berichterstattung am Sonntag in der ARD. Er hat ja den Wahlabend in der ARD moderiert vorigen Sonntag. Ihr könnt mit ihm über Politik, über politischen Journalismus reden. Ihr könnt aber auch gerne mit ihm privat reden. Er kommt in unsere Sendung und stellt sich meinen Fragen und stellt sich euren Fragen. Also, wenn ihr gerne mit ihm sprechen wollt, dann mailt uns unter domian@wdr.de oder ruft morgen an während der Sendung. Die Sendung beginnt um 23.30 Uhr, um 11:30 Uhr morgen Abend, Samstagabend 23.30 Uhr wieder Fernsehen. Eine Stunde vorher sind die Leitungen geschaltet, könnt ihr auch eine Stunde vorher anrufen. So, hier ist Tommy. Tommy ist 49 Jahre alt. Hallo Tommy. Ja, hi Jürgen. Hallo. Dein Thema. Oder magst du lieber Domian? Wie du möchtest, wie es dir besser über die Lippen geht. Ja, dann hallo Jürgen. Hallo Jürgen. Ich bin der Tommy, 49. Ja. Und wollte dir eine kleine Geschichte erzählen. Es geht darum, dass ich in Jugendjahren eigentlich so ein Kerl war, der andere Leute nach dem Aussehen bemessen hat. Mhm, ne? 1992 ist mir leider das passiert, was hätte nie passieren dürfen. Ich habe mich betrunken. Mhm. Hatte zwar die vollen Klamotten an, was ein Motorradfahrer so braucht, nur kein Helm. Mhm. Mhm. Es war eine kleine Mutprobe damals, wo man von da nach da kommt. Mhm. Hatte dann auf einer Autobahnausfahrt eine Kollision mit einem Autofahrer. Ja. Ich habe ihn die Vorfahrt geschnitten. Ohne Helm? Ohne Helm. Mit Alkohol im Blut? Jo. Ja, und dann? Ich bin frontal mit dem Motorrad auf das Asphalt geknallt, rechts und links. Mhm. Bin seitdem sehr entstellt. Im Gesicht? Jo. Ja. Was heißt das, entstellt? Naja, von der Nase ist fast gar nichts mehr übrig. Narben überall. Ja. Wie schwer warst du verletzt überhaupt? Sehr schwer. Was hast du für Verletzungen? Also auf jeden Fall Brandverletzung, also von den Knallen vom Asphalt rein, diese Schürfwunden, ging bis in die innere der Haut, der Lederhaut. Ja. Es war also kaum mehr was mit mir zu machen, beziehungsweise mit dem Gesicht. Wie mit dem Gericht? Mit dem Gesicht. Mit dem Gesicht. Ja. Hast du eine Gehirnverletzung, innere Kopfverletzung? Bin ich gerade so drüber gekommen, aber ich muss ehrlich zugeben, mit dem Kopf habe ich schon was, ne? Erinnerungslücken. Also, es ist eine schwere äußerliche Verletzung gewesen. Am Körper auch noch was? Gerüche oder innere Verletzungen? Nein, hauptsächlich hat es den Kopf und das Gesicht getroffen. Hauptsache, du, der vorher sehr auf Äußerlichkeiten geachtet hast, wahrscheinlich eitel warst, selbst gut ausgesehen hast, oder? Ja, sehr gut. So, jetzt bist du ins Krankenhaus gekommen. Irgendwann kam dann der Tag, wo du dir selbst ins Gesicht geguckt hast, in einen Spiegel. Ja. Was war da los? Was hast du da empfunden? Panik. Hatte man dich darauf vorbereitet schon? Hatte gesagt, so und so sind die Verletzungen, Nase ist so gut wie weg? Nein. Gar nicht? Nein. Wie, die haben so dich unvorbereitet in den Spiegel gucken lassen? Also ich konnte mich beim Unfall überhaupt gar nicht mehr daran erinnern. Ich wusste nur, dass ich mit den verdammt nochmal so mir, jetzt bin ich wieder ganz durch. Siehst du, nee, nicht nur aufgeregt, sondern eben dieses Kopfmäßige. Verstehe, fällt ja also nicht so. Ich kann mich daran erinnern, dass ich aufgefahren bin auf diese Autobahnauffahrt, rechts abbiegen wollte, da kam das Auto, das hatte Vorfahrt und danach weiß ich bin reingeknallt und danach weiß ich nichts mehr. Wie sehr hat sich dein Leben nach diesem Unfall verändert? Domian, du kannst es dir nicht vorstellen, der absolute Horror. Inwiefern? Ganz verbal. Ich bin jetzt 49 Jahre jung. Habe eine eigene Wohnung, muss natürlich auch mein Leben leben, einkaufen, auch in großen Einkaufszentren. Du gehst ganz normal raus. Ich muss, Domian. Ja, du hast keine
Ich habe keine Möglichkeit. Außerdem möchte ich mich auch nicht verstecken. Aber ist es wirklich so? Ich habe den Mist gebaut mit dem Unfall. Ja. Also ist es so, wenn ich dich jetzt angucken würde, würde ich schon denken, oh, das ist schon krass, wie er aussieht. Ganz gefährlich. Das ist so. Mhm. Ja. Ich muss dich noch fragen, was hast du vorher beruflich gemacht? Glas- und Gebäudereiniger. Ja. Kannst du deinem Beruf jetzt nachgehen? Nein. Nein. Bist du Rentner? Ich musste die Rente einreichen. Aufgrund dieses Unfalls? Ja. Ja. Gab es, um das auch noch vorab zu fragen, auch noch schwere gerichtliche Nachspiele, weil du bist ja immerhin ohne Helm und mit Alkohol getrunken? Mit Alkohol gefahren? Mit allem drum und dran, ja. Und alles, was du dir vorstellen kannst. Ja, zu was bist du verurteilt worden? Natürlich dann Motorradentzug, also der Führerschein. Mhm. Na? Mhm. Der wird mir auch jetzt nicht mehr wieder gegeben. Ja. Hast du auch eine Geldstrafe noch bekommen? Ja, aber natürlich. Wie hoch? Oh, ich weiß das jetzt so gar nicht mehr. So, was hatten wir? 92 Mark noch, ne? Siehst du, jetzt ist es wieder. Ist auch. Es muss so um die 4000 Mark gewesen sein. So, wie hat sich dein Privatleben jetzt verändert danach? Stichwort Freunde. Sind Freunde von der Stange gegangen? Ja, alle. Alle? Alle. Das heißt, du lebst seitdem ein einsames Leben? Ich habe mich dran gewöhnt. Mhm. Aber du lebst ein einsames Leben. Ja, ich muss ja. Mhm. Was soll ich dagegen machen? Mhm. Gibt es denn neue Freundschaften, die sich aufgebaut haben, aufgrund jetzt nicht? Nein, nicht mit dem Gesicht. Mhm. Das heißt, du schämst dich natürlich dann auch rauszugehen? Also in die Kneipe gehen? In die Disco gehen? Ja, Disco überhaupt gar nicht. Kneipe auch überhaupt gar nicht. Ich gehe einfach raus, wenn ich mir was zu essen holen möchte, was zu trinken. Hattest du denn damals einen intakten Freundeskreis? Ja. Und der ist schlagartig weggebrochen nach diesem Unfall? Ja, sie haben mich einmal im Krankenhaus besucht und damit war's. Mhm. Hattest du damals eine Beziehung? Nein. Aber das hat sich dann auch erledigt, irgendwie. Es ging damals um ein Mädchen mit dem Unfall, dass ich ohne Sturzhelm auf dem Motorrad gefahren bin. Ach so. Ja, du hast gerade gesagt, es ging irgendwie um eine Mutprobe oder um, was war das genau? Es waren drei Leute scharf auf dem Mädchen, auf das Mädchen. Mhm. Ja, und ich hab's versucht, ne? Hm. Alle drei kamen gut an, ich nicht. Hm. Und du hast gedacht, wenn ich das jetzt mache, dann beeindrucke ich die Kleine und dann habe ich gute Chancen. Hm. Ja. Du hast seitdem keinen Kontakt mehr zu Frauen gehabt? Nein, überhaupt gar nicht mehr. Hast du dich jetzt mit deinem Schicksal arrangiert? Oder gibt es doch schwere Depressionen, schwere Zeiten und Niedergeschlagenheiten? Ja, es kommt immer stundenweise. Hm. Manchmal ja, manchmal nein. Mhm. Ich meine, ich wohne hier in Norddeutschland und muss natürlich auch zum Einkaufen, was wir ja vorhin schon gehabt haben. Genau. Muss also raus, mein Essen holen und so weiter und so fort. Hast du denn eine psychologische oder psychiatrische Parallelbetreuung zu all dem gehabt damals oder vielleicht heute sogar noch? Domian, tut mir leid, aber ich gucke eure Sendung regelmäßig, aber mit sogenannten Diplompsychologen habe ich nichts mehr zu tun. Aber du hattest damit zu tun und bist enttäuscht, oder wie? Vollkommen. Vollkommen. Mhm. Hast du schon mal beim Psychiater ausprobiert? Ja, auch. Mhm. Sie erzählen mir dann Sachen von wegen Tommy durchhalten und mein Gott, ich bin 49. Mhm. Das ist auch im Prinzip gar nicht das Schlimme. Nur ich war, wie gesagt, ein arroganter Typ, der darauf sein Aussehen... Genau, Aussehen da wollte ich mal gerade darauf hinaus, weil du gerade auch am Anfang das auch so gesagt hast. Ich habe so früher immer so aufs Äußere geachtet. Ja. Und jetzt hast du vom Schicksal so einen Schlag versetzt bekommen. Aber vollkommen Hammer. Macht das demütig? Ja, sehr. Und auch ein schlechtes Gewissen? Wenn du so in die Vergangenheit denkst, wie du früher vielleicht über Leute geurteilt hast, wie die aussahen. Genau. Und so weiter, verstehe ich. Hm. Genau. Ich sehe die Leute, die ich damals belächelt habe, sie sind jetzt dann auch so alt wie ich und erkennen mich nur natürlich überhaupt gar nicht mehr. Natürlich, ja. Ich sehe ja ganz anders aus und dann stehe ich natürlich da irgendwie vorm Laden und sage, das ist doch der Jürgen oder das ist doch der Jens und merke eigentlich erst, was für ein Schweinehund ich überhaupt war, ne? Um in der Schule da solche Leute... Hast du das Gefühl, dass du dafür bezahlst,
oder jetzt bezahlt hast für dein Denken und Handeln von früher? Ja, hm. Ja, ich denke mir ja. Das war jetzt, bist du 49 Jahre alt, das Ganze liegt schon 12 Jahre zurück, der schwere ja. Unfall. Hm. Was ist deine Hoffnung? Domian, ich habe im Moment dann alles ausprobiert, also diese Narben werden nie mehr verheilen. Ich habe es auch im Prinzip jetzt aufgegeben. Es wäre dann eigentlich dann nur eben die Chance, dass man vielleicht doch ich irgendwie auf eine Art doch wieder die Kraft finde, einen Diplompsychologen dann zu suchen. Darf ich mal was von uns fragen? Ja, Entschuldigung. Könnte man so mit Schönheitschirurgie kann man nichts machen? Domian, ist nichts mehr zu machen. Nichts zu machen. Alles schon passiert. Das ist nicht mehr zu richten. Also wäre so eine gute psychologische oder psychiatrische Betreuung oder Begleitung schon nicht schlecht, ne? Domian, es ist dann so, ich lasse mich nicht gerne betreuen. Ich möchte das eigentlich im Prinzip alles selber machen und rausgehen und auch wissen, wie die Leute mich ansprechen und natürlich auch einen gewissen Spruch auf den Lippen haben. Ja. Ich möchte mich selber wehren und ich brauche da nichts jetzt gegen irgendwelche Diplompsychologen, die ja natürlich das auch gelernt haben. Aber ich kann schon verstehen. Ich möchte mich einfach selber wehren. Ja. Aber du musst auch einsehen, tut manchmal schon sehr weh, was damals ich für ein Schwein war, ne? Das glaube ich. Ich nehme das zur Kenntnis und akzeptiere, dass du schlechte Erfahrungen gemacht hast. Es gibt halt auch sehr viele schlechte in der Branche. Wie in vielen Branchen. So. Dennoch finde ich, dass du nochmal einen neuen Anlauf machen solltest. Und würde dich so sehr, sehr gerne bitten, wenn du diese Sendung kennst, weißt du ja, wie das hier funktioniert bei uns. Wenn du die Bereitschaft hättest, da hast du ja gar nichts zu verlieren, wenn du mit meiner Psychologin jetzt zumindest mal ein paar Worte noch reden würdest. Du kannst auflegen, wenn du keinen Bock mehr hast, weißt du? Nein, das ist nicht meine Art, Domian. Nein, aber du das kannst ist es... wirklich nicht meine okay, Art. Okay, aber du hast ja nichts zu verlieren. Du kannst ja einfach mit der Magdalena mal ein paar Worte sprechen. Ja, es ist eben einfach so, dass du mir ja dann im Prinzip auch nicht weiterhelfen kannst, weil es geht einfach darum, dass ich vielleicht eine Partnerin suche. Ja. Ihr seid ja jetzt nun Singles-Aktion da. Ja. Ich mache einen Vorschlag. Viele haben mir dann eben gesagt, Entschuldigung, Domian, dass ich dich unterbreche, aber viele haben dann eben gesagt, dass ich eine Frau brauche, die mich dann eben so nimmt, wie ich bin. Genau, dafür muss man ja selbst auch richtig stabil sein. Ich möchte jetzt gerne, dass du auflegst und wir dich nochmal zurückrufen dürfen. Einverstanden, Tommy? Machen wir mal, komm. Du legst auf und wir rufen nochmal an, okay? Gut, alles Liebe. Gut. Tschüss. Ich wünsche dir was. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Heute jetzt hier, freie Themennacht. Morgen ist mein prominenter Gast, der hart, aber fair Moderator Frank Plasberg. Sendung beginnt um 23.30 Uhr hier im WDR-Fernsehen. Wenn ihr gerne mit Frank Plasberg reden wollt, dann meldet uns doch heute schon eure Frage, euer Thema plus Telefonnummer bitte, die nicht vergessen. Und dann rufen wir euch vielleicht morgen in der Sendung zurück. Hier ist Tanja. Tanja ist 32. Hallo Tanja. Hallo. Um was geht's bei dir? Warum hast du angerufen? Ja, irgendwie, ja. Alles verrückt. Irgendwie stehe ich zwischen zwei Stühlen. So. Ja, ich habe irgendwie seit 5,5 Jahren bin ich in einer Beziehung. Ja. Die Beziehung lief ein halbes Jahr total bombastisch. Also ich dachte wirklich, ich hätte den Traumtypen schlechthin. Der hat alles für mich getan. Mhm. Wenn ich krank war, der hat mich gebettet, der hat mich gepflegt, der ist für mich zur Apotheke. Nur ein halbes Jahr lief das so. Ein halbes Jahr lief es. Ein halbes Jahr. Und dann? Ja, und auf einmal war das vorbei. Also ich habe damals in Trennung gelebt. Dann war meine Scheidung im Gange. Ich war auf der Flucht von meinem Ehemann, weil er halt nach meinem Leben getrachtet hat. Mhm. Und das Gericht hat damals meine Adresse durchsickern lassen, sodass ich aus meiner Wohnung raus musste. Mhm. Und weil das halt so schnell passieren musste, bin ich halt bei ihm eingezogen und sagte halt, okay, entweder es klappt oder es klappt halt eben nicht. Mhm. Okay, also das erste halbe Jahr war dann sehr gut, er hat sich sehr um dich gekümmert. Sehr. So, aber dann haben wir noch 5 Jahre vor uns. Genau, ich bin bei ihm eingezogen, da ließ es nach und so läuft es bis heute. Es passiert nichts mehr zwischen uns. Das heißt, seit 5 Jahren nicht mehr? Korrekt. Also wie lebt ihr? Als WG oder als Bruder und Schwester oder wie? So würde ich das sehen. Er sieht es nicht so, aber ich sehe es so. Ich habe ihn in den 5 Jahren
ich weiß nicht, wie oft wir uns schon gestritten haben, weil ich habe ihn so oft drauf angesprochen und es kommt nichts von ihm zurück. So, und es gibt einen anderen Mann noch? Mhm. Seit wann? Ich sag mal, vor einem Jahr ungefähr habe ich ihn kennengelernt, ja. Ja. Und mit dem hast du eine heimliche Beziehung? Mehr oder weniger. Dann dein ja. Partner, mit dem du 5,5 Jahre zusammen bist, weiß davon nichts? Nein, er weiß, dass ich ihn kenne. Er weiß auch, dass wir viel unternehmen, weil wir teilen halt eine Leidenschaft. Wir sind, also das Hobby verbringen wir gemeinsam. Ja, das ist, aber mehr weiß er halt nicht. Was ist das für ein Hobby? Motorradfahren. Motorradfahren, ah ja. Mhm. Haben wir gerade schon ein schlimmes Beispiel gehört, wenn man nicht mit Helm fährt. Ja, aber das mache ich. Das macht ihr. Dieser neue Freund, mit dem du jetzt ein Jahr da mehr oder weniger zusammen bist, ist der solo oder ist er auch in einer Beziehung? Nein, er ist allein. Der ist allein. Mhm. Mhm. Und er hält sich auch sehr zurück. Also er setzt mich auch nicht unter Druck. Er sagt mir auch nicht, was ich zu tun habe. Er sagt auch immer wieder, es ist deine Entscheidung, aber ich sollte halt eine Entscheidung treffen. Ja. Und da hat er natürlich auch recht mit. Dieser neue Freund, würdest du jetzt sofort sagen, den lieb ich? Liebst du den? Ja. Definitiv? Ja. Ja. Deinen alten Freund, mit dem du so lange schon zusammen bist, liebst du den auch noch? Auf einer gewissen Art schon. Was heißt diese gewissen Art? Was heißt das? Das kann ich nicht beschreiben, das ist ja das Kuriose an der Sache. Also wenn ich ihn sehe und wenn er dann mal, was einmal im Jahr vielleicht vorkommt, dass er mich dann doch mal in den Arm nehmen möchte, dann ertappe ich mich halt dabei, dass ich selbst doch einen Schritt zurückgehe. Mhm. Also ich gehe selbst schon auf Distanz, ich will es nicht mehr, dass er mir nahe kommt. Mhm. Könnte man sagen, dass diese, was du sagst, auf eine Art und Weise liebe ich den, könnte man das auch vielleicht eine Gewöhnung nennen? Ihr habt gemeinsam viel mitgemacht, eine Vertrautheit. Ich denke schon, so was, ja. Ne? So. Mhm. Wie weit sind denn deine Gedanken, dass du sagst, ich trenne mich von dem, mit dem ich fünf Jahre zusammen war, über 5 Jahre, und gehe jetzt zu dem Neuen? Wie weit sind diese Gedanken? Also ich denke sehr viel daran. Also ich irgendwo, manchmal denke ich, dass ich innerlich die Entscheidung schon getroffen habe, mich zu trennen, bloß ich pack das nicht. So hört sich das Ganze, muss ich dir sagen, für mich auch an. Mhm. Als hättest du die Entscheidung längst getroffen und du hast Angst im Moment noch. Mhm. Was macht diese Angst aus? Das ist so viel. Einerseits ist es, ich habe eine Tochter mitgebracht, die eben irgendwo in ihm auch einen Vaterersatz sieht. Mhm. Wie alt ist die Tochter jetzt? Sie wird 10. 10. Und sie hängt halt auch sehr an ihm. Mhm. Und wo ich dann für mich auch sage, sie hat auch schon genug mitgekriegt und ich will ihr das irgendwo ersparen. Mhm. Andersrum, wenn es mir nicht gut geht, geht es meinem Kind auch nicht gut. Genau, genau, ja. Ja, und okay, das nehme ich schon ernst. Also das ist ein Argument, das dich bremst. Gibt es noch etwas anderes, wovor du Angst hast? Dass ich nicht möchte, dass mein jetziger Freund glaubt, dass ich ihn nur ausgenutzt hätte, weil er mich auch in vielen Hinsichten auch unterstützt hat. Mhm. Warum sollte er das denken, wenn du sagst, pass mal auf, ich glaube, es funktioniert nicht mehr mit uns beiden, lass uns trennen. Warum sollte er denken, dass du ihn nur ausgenutzt hast? Weil er sehr materiell bezogen ist. Mhm. Also er hat mir... Du hast auch von ihm materiell profitiert in den letzten Jahren. Genau, also er hat mich finanziell, hat er mich unterstützt. Mhm. Ich hatte ihn gefragt, ob er das machen würde. Das gab halt eine Angelegenheit, wo ich ein bisschen in der Patsche gesessen habe und das hat er halt auch gemacht. Hat ihm das denn sehr viel ausgemacht oder ist er recht wohlhabend und das ist nicht so schlimm für ihn? Sagen wir mal so, er ist nicht wohlhabend, aber es bringt ihn auch nicht um. Aha, also es hat kein sehr schweres Opfer für ihn bedeutet. Genau. Mhm. Sonst hätte ich ihn auch nicht gefragt. Ne? Also weißt du, Tanja, dieses zweite Argument würde ich wirklich mal vom Tisch wischen. Deshalb kann man nicht bei jemandem bleiben, nur weil man Angst hat, der könnte eventuell denken, dass du ihn ausgenutzt hast. Mhm. Das ist kein Argument. Das mit dem Kind nehme ich schon ein bisschen ernster, aber du hast genau letztendlich die Antwort schon gegeben. Deinem Kind geht es auch nicht gut, wenn es dir nicht gut geht. Mhm. Und dein Kind blüht auf und dem geht es richtig gut, wenn die Mama glücklich ist. Ja. Und ich meine, die ist 10, die Kleine. Der kann man das ja erklären. Einem 10-jährigen Kind kann man das wirklich erklären, was los ist. Und es soll ja auch nicht darauf hinauslaufen, dass sie überhaupt keinen Kontakt mehr zu deinem langjährigen Freund hat. Ja, genau, das ist das Problem. Ich hatte schon mal, also wir haben ja, wie gesagt, zusammengelebt. Ich bin im Januar bei ihm ausgezogen. Mhm. Und da habe ich auch gesagt, weil ich brauche meine eigenen 4 Wände und ich kann das alles nicht mehr. Und was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt ist der Fall. Aber immerhin ist es ja interessant, dass du schon ausgezogen bist bei ihm. Das ist ja schon ein gravierender Schritt. Das heißt, du bist mit deinem Kind ausgezogen. Mhm. Wie oft seht ihr euch? Fast jeden Tag. Ja. Aber immerhin seid ihr schon mal räumlich getrennt. Das ist ja schon ein großer Vorteil. Mhm. Das heißt, der nächste Schritt ist doch viel einfacher. Mhm. Schwieriger wäre es, wenn ihr jetzt noch im Haushalt und alles wäre miteinander verbunden und verwoben und so weiter. Mhm. Also das Problem ist, genau das war der Faden wieder. Ich habe es einfacher, meinem Kind irgendwas zu erklären,
als ihm jetzt zu erklären, warum das Ganze vorbei ist. Weil er sitzt da wirklich und versteht mich einfach nicht. Ja, aber weißt du, wenn man jemandem sagt, ich liebe, die Liebe ist so, wie sie eigentlich sein sollte, ist nicht mehr da und ich habe einen anderen Menschen, den ich liebe, dann ist das zwar der Hammer für denjenigen, der sitzen gelassen wird, aber so ist es dann nun mal. Aber man muss es auch so aussprechen. Die meisten haben Angst, es auszusprechen, um den anderen nicht zu verletzen oder haben Angst vor der Reaktion oder so. Aber genau das ist falsch. Auch wenn man vielleicht den anderen verletzt in dem Moment, aber lieber ein klares Wort und eine Verletzung als irgendwie so ein Rumgewurmel und hin und her und Halbwahrheiten und so weiter. Mhm. Ich würde dir wirklich dringend raten, so wie du es jetzt geschildert hast, einen Strich drunter zu machen, es deinem langjährigen Freund zu sagen, zu versuchen, ob ihr auf eine gut freundschaftliche Art noch weiter verkehrt. Ich meine, es ist ja nichts anderes als das, ne? Vor allen Dingen, dass das Kind eingebettet bleibt in den Kontakt und dann geh und führe du dein eigenes Leben. Wenn du 5 Jahre schon hinter dir hast, die eigentlich unglücklich sind, dann wird es aber allerhöchste Eisenbahn, dass du eine Veränderung bewirkst jetzt in deinem Leben. Ja, bloß das halt mit dem Kontakt ist halt auch so, als wir damals die Diskussion schon hatten, dass ich wollte mich eigentlich damals ganz von ihm trennen. Mhm. Und da habe ich ihm halt auch gesagt, wie wär's, wir können doch Freunde bleiben, bei mir ist es ja ähnlich zwischen uns. Mhm. Und auch wegen der Lütten, ihr liegt ja auch viel an ihm. Nee, eine Freundschaft will ich nicht, dann will ich gar keinen Kontakt, ich will euch dann gar nicht mehr sehen. Also ich weiß nicht, und damit setzt er mich dann irgendwo unter Druck. Ja, das ist natürlich jetzt besonders schlimm, weil das Kind das dann verkraften muss. Man kann natürlich auch niemandem so eine Freundschaft anbieten, wenn der vielleicht so verletzt ist und das nicht auf die Reihe kriegt. Kann ich auch verstehen. Mhm. Aber dann muss die Kleine das dann muss sie auch damit durch. Wirklich mit dem Hauptziel vor Augen, die Mama muss glücklich sein. Mhm. Ich würde es dir wirklich raten, Tanja. Ich sehe keine andere Alternative, ehrlich nicht. Okay. Alles Gute, alles Liebe. Danke dir. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Wir können uns über jedes Thema unterhalten, über das ihr gerne reden wollt. Wir haben eine freie Themennacht, eine offene Sendung und morgen ist mein prominenter Gast um 23.30 Uhr im WDR-Fernsehen. Am Samstag 23.30 Uhr Frank Plasberg, mit dem ihr auch gerne reden könnt per Telefon, wenn ihr uns mailt oder uns anruft. Claudia, 23 Jahre alt. Hallo Claudia. Hallo. Ja, Claudia. Ich glaub's gar nicht, ich bin durchgekommen. Ja, du bist durchgekommen. Erstmal ein ganz großes Lob an dich. Danke. Ich verfolge dich jede Nacht fast. Das ist aber sehr nett. Wenn ich gerade schlafe. Um was geht's bei dir, Claudia? Ich rufe an und zwar geht's um meinen Ehemann. Mhm. Ich bin verheiratet mit einem englischen Soldaten. Ja. Und mein Mann war im Auslandseinsatz im Irak. Im Irak. Mhm. Genau. Und ich bin jetzt vor zwei Wochen wiedergekommen. Und? War ich schon ein bisschen aufgeregt. Ja, ist okay. Lass mich kurz fragen, wie lange seid ihr verheiratet? Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Und wie lange war er im Irak? 6 Monate. 6 Monate. Ist alles gut gegangen für ihn? Also er ist gesund nach Hause gekommen, aber ich habe meinen Ehemann nicht mehr. Wie meinst du das? Ich habe, mein Mann ist einfach nicht mehr der Mann, wie er weggegangen ist. Also wir haben absolute Probleme miteinander. Also. Er ist körperlich, ist er gesund nach Hause gekommen, ja. aber seelisch ist da irgendwas passiert. Ja. Inwiefern hat dein Mann sich verändert? Er ist sehr, sehr ruhig geworden. Er war normalerweise, darum bin ich auch mit ihm zusammengekommen, die absolute Spaßkanone. Also man hat immer Scherzchen machen können, er war sehr fürsorglich, aufmerksam. Mhm. Wir haben auch ein Baby zusammen, unsere Tochter ist jetzt 8 Monate und er macht gar nichts. Also er ist wiedergekommen und er ist für sich. Also er redet normale Alltagssachen ja natürlich mit mir. Hat er denn, hat er von dieser Zeit im Irak erzählt, was da passiert? Kein Wort. Kein Wort. Kein Wort. Habt ihr damals, als er dort unten war, habt ihr kommuniziert, Briefe geschrieben, telefoniert? Das schon? Ja, er konnte mich einmal in der Woche anrufen, das ist von der englischen Armee so geregelt, eine Woche. Wurden diese Anrufe abgehört oder konnte er da offen sprechen? Also ich glaube nicht, dass er wirklich offen gesprochen hat. Das heißt, du vermutest, da ist irgendwas Schlimmes vorgefallen, er hat vielleicht irgendwelche traumatischen Dinge erlebt oder gesehen. Ja. Und dadurch ist er seelisch so erschüttert, dass er jetzt eben als anderer Mann zurückgekommen ist. Ja, vor allem was mich wirklich so belastet ist, also er versucht auch gar nicht mit unserer Tochter sich irgendwie zu vereinbaren. Also er nimmt sich Zeit für sie im Grunde, ja, er guckt sie an, aber er hält sie nicht. Er nimmt sie nicht auf den Arm, er möchte sie nicht füttern, er möchte nicht, im Grunde gar keine
Liebe austauschen, ne? Mhm. Und sie möchte es eigentlich so gerne. Mhm. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Er hat sie ja vorher als ganz kleinen Wurm noch gesehen, ne? Bevor ja, er hat sie noch, ja genau. Und da war das ganz anders, da hat er sie angefasst. Oh, sie war sein Stern, mhm. Und es war... Mhm. Wie ist das denn zwischen euch beiden? Gibt es Zärtlichkeiten? Nein. Habt ihr miteinander geschlafen schon? Nein. Auch nicht? Nein. Und das ist auch so ein Punkt natürlich, ne, wo ich mir denke, ich lasse ihn in Ruhe, weil ich habe meine Versuche gemacht, natürlich, aber ich bin da auf Granit gestoßen. Meinst du, oder anders gefragt, hast du ihm das so, hast du ihm den Spiegel schon vorgehalten und hast gesagt, hey, was ist mit dir? Du bist, ich nicht mehr, versucht, du, bist nicht, ja. Du bist nicht mehr der du vorher warst. Hast du das so gesagt schon, klar? Ich hab das so zu ihm gesagt und er hat seine Autoschlüssel genommen und hat gesagt, wenn ich ihn halt nicht mehr lieben würde, ich wüsste im Grunde, er würde dann auch gehen. Ah ja, also er macht komplett zu. Er macht komplett zu. Ich habe gar keine Chance, irgendwie an ihn ranzukommen. Und vorher ein komplett anderer Mann. Also er ist überhaupt nicht mehr das, was er mal gewesen ist. Mhm. Also in keinster Weise, er ist sowas von still. Gibt es Freunde, die mit ihm dort unten waren, die du auch kennst und die auch zurückgekommen sind? Ja, aber und die sind alle nicht so. Die sind alle nicht so. Hast du denn mit denen mal gesprochen? Kann man mit denen so offen reden? Ich hab's versucht, aber was das betrifft, blocken sie alle. Also sie sagen dann im Grunde, müsste ich mit meinem Mann drüber sprechen, ne? Du schilderst das als eine bedrückende Situation. Ja, es macht mich wahnsinnig. Finde ich. Vor allen Dingen, wenn er dann auch noch so reagiert und sagt, okay, dann geh halt und er nimmt den Autoschlüssel und fährt weg. Ja. Das finde ich so. Glaubst du, dass ihm das bewusst ist, was er da macht? Oder ist er irgendwie wie in Trance zurzeit? Also ich glaube nicht, dass es ihm bewusst ist. Also glaube ich nicht, weil auch in der Zeit, wo wir noch Kontakt hatten, weil wir hatten ja Briefkontakt, E-Mail-Kontakt, Anrufe, die er hatte, wenn er mich angerufen hat. Er war im Grunde wirklich bis 2 Monate, bevor er wiedergekommen ist, immer noch im Grunde der Mann, den ich kannte, auch am Telefon. Also auch so. Er hat mir gesagt, wie sehr er mich liebt und vermisst und auch mit unserer Tochter. Du hast das gemerkt, so in der letzten Phase seines Aufenthaltes im Irak, dass sich da irgendwas tut bei ihm? Ja. Der war da auch schon, sagen wir mal so, die letzten 6 Wochen am Telefon war er auch schon irgendwie seltsam. Ja, also er hat wirklich dann aufs Kürzeste und Wichtigste beschränkt und ich hatte Glück, wenn ich wirklich mal nicht Liebe dich noch gekriegt habe, womit ich normalerweise bombardiert würde. Also das ist das wahrscheinlich, warum es mir auch so fehlt, weil ich habe so ein liebenswürdiger Mensch sonst gewesen. Ich habe jetzt gerade zwei Gedanken. Den ersten Gedanken, das war der spontane Gedanke, der hat irgendwas Schlimmes erlebt dort unten und hat irgendwas Schlimmes tun müssen. Was ihn so geschockt hat, dass er irgendwie grunderschüttert ist. Und der zweite Gedanke kommt mir eigentlich jetzt gerade erst. Kann das sein, dass der sich da in irgendwen verliebt hat? Das muss ja keine Irakerin sein. Ich hoffe es nicht. Das kann ja jemand sein aus der Armee, irgendeine Frau. Ja, ich hoffe es nicht. Was hältst du denn für eher möglich? Also im Grunde, wenn es wirklich jetzt mein Herz sein soll, dann würde ich sagen, es ist schon eher so, dass er was erlebt hat. Mhm. Und darum rufe ich eigentlich auch an, weil ich vielleicht gehofft habe, dass du mir vielleicht einen Rat geben kannst, wie ich an meinen Mann wieder rankomme, wie ich ihn vielleicht dazu bewegen könnte, vielleicht auch von jemand anderem Hilfe anzunehmen, wenn er nicht mit mir sprechen möchte. Mhm. Ich will gar nicht erzwingen, dass er mir das erzählt. Wie ist dein Verhältnis zu anderen Armeeangehörigen oder vielleicht sogar zu Vorgesetzten von ihm? Kennst du da Leute? Ich kenne Leute, ja. Also automatisch von diesen Veranstaltungen, die auch, wir haben. Auch Vorgesetzte? Auch Vorgesetzte, auch recht hohe Vorgesetzte? Relativ. Also bis zum Sergeant kenne ich auch noch. Was drüber geht, da kommt man nicht ran. Aber Sind das so Leute, wo du auch durchaus mal ein Gespräch mit führen könntest? Auch so ein privates Gespräch? Weiß ich nicht. Das war nämlich gerade so meine Idee. Wenn der jetzt so abblockt und so zumacht, wirst du den auch nicht zu irgendeinem Psychologen oder so bewegen können. Glaube ich nicht. Nee. Aber man könnte ihn vielleicht über seine eigene Institution holen. Dass wenn du einen vertrauten Menschen hättest, der ranghoch irgendwo in der Armee in seiner Nähe ist, wenn du da ein Gespräch führen könntest, wenn du da jemanden hättest, dem du vertraust. Und dass man vielleicht von Seiten der Armee, die arbeiten doch mit Sicherheit auch mit Psychologen zusammen. Ja. Wir haben auch eigentlich so einen Familienservice, der dich betreut. Nur mein Mann, der blockt das ja natürlich. Ne? Ja, aber wenn der, dass du da gar nicht mit im Spiel bist, dass das von der anderen Seite quasi von oben kommt, dass es quasi befohlen wird, dass sich jemand mit ihm auseinandersetzt. Ja. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit.
Also wenn er etwas ernst nimmt, ist es wahrscheinlich seine Armee. Ja. Und nicht irgendein Psychologe, einen deutschen Psychologen oder so. Ja, deutschen wahrscheinlich sowieso nicht. So, deutschen sowieso nicht, genau. So, also wäre der Punkt, wo man anfassen muss, wäre die Armee. Jetzt ist die Frage, ob du da jemanden hast, der auch was zu sagen hat, der so ein guter Typ. Ich versuche alles. Also wenn ich seinen Boss anrufe und ein privates Gespräch bitten muss, werde ich das auch versuchen. Dann mach das. Das würde ich machen. Meine Ehe nicht. Ja. Dann, also wenn du an einen ordentlichen Menschen stößt, bin ich sicher, wird er dir helfen. Wenn du dem ganz offen gegenübertrittst und was passen Sie auf, das ist so und so und so, da muss irgendwas vorgefallen sein. Bitte helfen Sie uns und bitte helfen Sie meinem Mann. Versuchen Sie in irgendeiner Weise ihn eine militärisch-psychologische Betreuung zu arrangieren, die er dann auch akzeptiert. Ja. Ich würde es erstmal über diesen Weg gehen. Ich werde es versuchen. Gibt es denn, du sagst, mit deutschen Psychologen muss man überhaupt nicht kommen? Ja, weil er das Deutsche nicht perfekt spricht. Also er spricht ganz gebrochenes Deutsch, aber es halt für einen Alltagsgebrauch geht es vielleicht gerade noch. Aber dass er halt eine Konversation führen könnte, ist schon ein bisschen schwierig. Ich frage jetzt mal kreuz und quer, vielleicht ist das auch völlig abwegig. Noch eine andere Idee. Ist er ein gläubiger Mann? Ja. Er ist ein gläubiger Mann? Ja, ja. Gibt es in euren Kreisen, in Armeekreisen, gibt es da einen Armeegeistlichen? Ja. Kennst du den? Von unserer Hochzeit. Ah ja, kennt er den auch? Der hat uns getraut, ja. Findest du den gut, den Mann? Ja, doch. Ja? Ist eigentlich ein ganz netter. Ja. Meinst du, dein Mann respektiert diesen Geistlichen? Ja, also er hat Respekt im Grunde vor allem. So, dann würde ich mit dem Mann auch sprechen. Das kann auch nicht schaden. Führ einfach ein Gespräch mit diesem Geistlichen. Versuche einfach jetzt über alle Mittel und Wege an deinen Mann ranzukommen. Ja. Wenn dieser Geistliche wird mit solchen Problemen mit Sicherheit vertraut sein. Vielleicht hat der wieder eine Idee und der kennt wieder jemanden und man kann irgendetwas anstoßen. Und wenn dein Mann schon ein gläubiger Mensch ist, hat natürlich ein Geistlicher, den er auch noch respektiert, einen Zugang. Ja. Du kriegst. Ich als Frau keinen Zugang habe. Aber bitte? Es ist traurig, dass ich als seine Frau keinen Zugang habe. Es ist traurig, aber wir wollen noch nicht zu schnell urteilen. Wer weiß, was passiert ist. Vielleicht wirst du es irgendwann, ich hoffe es, erfahren und dann wirst du vielleicht ihm auch verzeihen, dass der, wie alt ist dein Mann? 25. Ja, ein junger Kerl. Wer weiß, was er gemacht hat oder was er sich hat anschauen müssen. Ja. Das habe ich immer erfahren aus der Generation meiner älteren Onkel, die im Zweiten Weltkrieg waren. Was für traumatische Dinge, die... Ich habe einfach nur auch Angst, auch wenn ich es rausfinde, dass danach wird er jemals wieder der Mann sein, in den ich mich mal verliebt habe, der Vater, der mal für meine Tochter war. Kriege ich das wieder? Lass uns soweit noch nicht spekulieren. Lass uns das einfach hoffen. Lass uns den Weg gehen zur Hilfe. Und was dann hinterher rauskommt, das ist dann erstmal jetzt nebensächlich. Aber das hauptsächlich Wichtige ist, dass er aufgebrochen wird. Dass die Verpanzerung, die um ihn herum ist, dass die wegbricht. Und das ist vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, über diese Menschen an ihn ranzukommen. Versuch es doch mal. Ja, auf jeden Fall. Schickst du mir mal eine Mail, wie es so weitergeht? Oder vielleicht können wir dann auch nochmal miteinander sprechen. Mach ich. Würde mich sehr interessieren, Claudia. Danke dir ganz herzlich. Alles Gute. Schönen Abend noch. Tschüss. Nicole ist hier. Nicole, 21, hallo. Hallo. Hallo, Nicole. Dein Thema. Ja. Ich fühle mich von meiner Freundin sehr angezogen, von meiner besten Freundin. Von deiner besten Freundin? Obwohl du angezogen heißt, auch im erotischen Sinne? Richtig, genau. Ja. Obwohl du keine Erfahrung mit Frauen hast? Also wir haben uns schon geküsst, wir gehen auch ab und zu zusammen duschen, aber das haben wir dann nur aus Jux und Dollerei so anfangs gemacht. So. Aber küssen aus Jux und Dollerei, so richtig die volle Dröhnung mit Kuss und mit Zunge und allem drum und dran? Ja. Das ist ja schon nicht mal Jux und Dollerei. Naja, wir wollten das mal ausprobieren und ihr Mann hatte da auch gar nichts gegen. Also es gibt einen Mann bei ihr. Sie ist verheiratet, genau. Und du? Ich habe auch einen Freund. Du hast auch einen Freund. Also der Mann, ihr Mann hat ja nichts gegen, dass die beiden Mädels manchmal duschen und sich küssen. Nein. So. Und dein Freund, hat der was dagegen? Ich habe es ihm noch gar nicht gesagt. So. Ich weiß nicht so richtig, wie ich mit dieser Situation richtig umgehen soll. Seit wann ist das denn jetzt so, dass du sagst, irgendwie ist jetzt was anders und ich habe ein Empfinden, das geht so über das Freundschaftliche hinaus? Seit wann?
das war vor 3 Monaten, als wir beim Tätowierer waren und sie sich piercen lassen hat. Mhm. Wo? Da, ja, Intimpiercing hat sie sich machen lassen. Beinahe dachte ich es mir. Und, und du warst dabei und hast zugeguckt. Genau. Und das hat dich erregt. Hast du gesehen, so, oh, das ist auch schön. Das ist ja nicht nur beim Mann, dass ich was schön finde, wenn ich ihn nackt sehe oder... Ja. Ja, aber ich habe es nicht richtig angedeutet schon bei ihr, aber... So, ich sage immer, oh, ich finde dich ja so nett und... Wie lange seid ihr befreundet? Wir sind jetzt im Oktober 3 Jahre. Also so ganz, so die Uraltfreundschaft ist es auch nicht. Doch, wir kennen uns schon, also kennen tun wir uns schon von der Schule, aber wir haben uns dann aus den Augen verloren und dann hatten wir uns wieder getroffen und dann seitdem sind wir eigentlich sehr dicke. So, jetzt gehen wir mal in die Abgründe deiner Fantasie. Ist es so, dass du gerne mit ihr wirklich mal schlafen würdest wollen, Sex haben möchtest? Also ich würde es schon gerne mal ausprobieren, so ich bin neugierig und ich würde es gerne mal wissen, wie es ist mit einer Frau. Ist das jetzt so eine sexuelle Fantasie, ein sexuelles Interesse oder geht es darüber hinaus noch, dass du sagst, ich bin sogar ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen verknallt in die? Ja, verknallt vielleicht noch nicht, aber ich habe schon so, ich werde immer nervös, wenn ich sie auch sehe, nackt sehe vor allem und... Ja, das ist mit dem Nackten, ne? Du bist ja schon, du bist schon scharf, ne, auf sie. So ein bisschen schon, doch. Muss man so sagen. Zu, ja, doch. Wie würde dein Freund reagieren, wenn du dem das sagen würdest? Pass mal auf, so und so. Ja, ich denke mal, das so schlimm würde er es nicht empfinden, wenn ich es mit dem Kerl machen würde, wäre es schon wieder was ganz anderes. Aber ich denke mal, dass es bei ihr so ein bisschen was anderes ist. Wie kommt das überhaupt, dass der Mann von deiner Freundin das weiß, dass ihr da schon so ein bisschen rumgemacht habt? Ja, weil der war einmal dabei und hat das gesehen und der fand das auch ganz toll. Oder er fand es auch toll, wie wir uns geküsst haben und gestreichelt hatten. Und der wollte dann gleich mitmachen, oder wie? Nee, mitmachen nicht, nein. Also das kommt für mich auch nicht in Frage und für ihn auch nicht. Und für meine Freundin denke ich mal auch nicht. Also. Ach so, also die Option eines richtig intensiven Vierers, das gibt's nicht. Nein, das ja, also das würde ich auch auf keinen Fall machen. So, das ist Ehrenkodex, du was machst. Also mit meiner Freundin gerne, aber mit ihrem Mann, nein, das ist tabu. Also, verstehe. Kennen die Jungs sich auch miteinander? Die kennen sich. Verstehen die sich? Ja, doch schon so. Ja, also es hört sich ja schon so an, als wäre das eigentlich so eine sexuelle Geschichte und so eine sexuelle Neugier. Vielleicht mal ein bisschen experimentieren. Meinst du, dass das nur so eine Phase gerade bei mir ist? Vielleicht, ich weiß es nicht. Es hört sich also für mich hört sich ja schon so an, als wäre es erstmal nur bezogen auf das Sexuelle, dass sich das irgendwie anmacht und das mal ausprobieren möchtest, wogegen ja auch gar nichts einzuwenden ist. Wenn es deinem Freund erzählst, bist du ja aus dem Schneider und brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben. Dann musst du es nur noch seiner Freundin auch noch erzählen, weil wir wissen ja nicht, ob sie das auch so will. Wissen wir noch nicht, ne? Nein, das stimmt. Aber ich traue mich irgendwie nicht, weil ich denke dann, dass da alles kaputt geht oder so. Andererseits glaube ich wiederum, wenn ihr schon geküsst habt miteinander, muss ihr das in einer gewissen Weise auch Spaß machen. Ja, wir haben auch schon so mit Sahnespielchen Mats und Sahne am Bauch gelegt und abgelegt. Also so ganz abgeneigt wird sie nicht sein. Nee, das denke ich auch. Das hat sie auch gesagt, so dass sie das auch gar nicht für schlimm empfindet, wenn wir uns küssen und so. So, eine stockheterosexuelle Frau ging laufen bei solchen Sachen. Ist so. Das heißt, sie hatte auch irgendwie einen Spaß dran. Und dann würde die vielleicht auch noch einen Schritt weiter gehen. Ich finde aber erstmal, du musst in deiner Beziehung das klären. Damit du da nicht in einen Konflikt gerätst, ein schlechtes Gewissen hast und je mehr dann passiert, desto unwohler fühlst du dich. Wenn du es deinem Freund einfach mal erzählst, mal sehen, wie er reagiert. Und wenn er jetzt ganz, ganz heftig und ganz krass reagiert und sagt, nee, pass mal auf, das läuft nicht. Ja, dann würde ich es auch erstmal unterdrücken, die Sehnsucht oder die Lust danach. Und dann mal gucken, wie es weiter sich in dir entwickelt. Ja, aber irgendwie kann ich das gar nicht abstellen. Ich weiß nicht. Umso wichtiger, dass du es deinem Freund erzählst. Umso wichtiger. Vielleicht sagt er ja wirklich, und du schätzt es ja so ein, dass er sagt, okay, komm dann, so what, dann macht's halt mal. Kann ja sein, ich weiß es nicht. Aber du hast es gerade angesprochen. Der ist eigentlich... Der wird das, ich denke mal, also so gut, ich kenne ihn jetzt 1,5 Jahre und ich denke mal, dass er das sehr locker auffassen wird. Er wäre vielleicht ein bisschen enttäuscht von mir, weil er kennt mich so nicht. Ich kenne mich so selber eigentlich gar nicht. Oh, ich kenne mich so gar nicht. So, dass ich so.
Also, wenn es hört sich ja eigentlich alles ganz gut an. Du prognostizierst oder meinst, dass er schon relativ locker reagiert. Ne? Mhm. Ist schon mal gut. Gut ist, dass die Freundin irgendwie auch ein gewisses Übermaß an Interesse zeigt, sonst gäbe es keine Sahnespielchen, wie es die ja. Schule gemeint. So, und der Freund von der Freundin ist auch recht locker drauf. Ja, ich finde, du sollst ja, ihm gefällt es ja, ihm gefällt es. Er hat auch gesagt, er kommt auch schon anzusehen und... Na, ihr müsst es ja nicht vor seinen Augen machen, oder? Ja doch, aber das reizt uns beide dann auch schon wieder. Ach so. Dann gehen wir beide in diese Sache energischer rein. So, ich weiß nicht. Würdest du denn auch energisch in die Sache reingehen, wenn dein Freund zugucken würde? Ich würde es vielleicht mal so langsam angehen, aber wenn er wirklich dann so stinkig reagiert, ich glaube, ich würde das dann direkt die Sache abbrechen oder so, denke ich. Ja, mal, weil also... Mir liegt viel an seiner Liebe so. Und so, ja, das ist, finde ich, ganz wichtig. Deswegen musst du es ihm sagen, du musst es mit ihm abklären und da musst du Prioritäten setzen. Du musst sagen, was ist jetzt wichtiger? Ist jetzt die Spielerei mit der Sahne und der Freundin wichtig oder ist mein Freund wichtig? Und da musst du es entscheiden. Sprich mit deinem Freund drüber und vielleicht ist es alles völlig unproblematisch und ihr habt ab und zu mal ein bisschen Späßchen miteinander und dann war es das auch. Kann ja sein. Mhm. Ne? Nicole, in diesem Sinne, versuch's mal. Hm? Ja, werde ich machen. Ich werde Ihnen das auf jeden Fall heute Abend noch sagen. Ja, heute Nacht vielleicht nicht mehr, oder? Ist er noch auf? Doch, dann glaube ich, kann ich besser schlafen. Wo ist er denn im Moment? Der ist noch arbeiten. Ach, der ist noch arbeiten. Er kommt nach Hause gleich. Und dann ja. Sagst du, pass mal auf, ich möchte gerne mit meiner Freundin mal. Naja, du wirst schon die richtigen Tone und die richtigen Worte finden. Ja, doch, das glaube ich auch. Ja. Danke dir, dass du mir zugehört hast. Ja, klar. Dann wünsche ich gutes Gelingen und habt alles Gute, dass es so ist, dass du gut über die Runden kommst. Ja, gut, ich danke dir. Alles Liebe, schönen tschüss. Noch. Dankeschön, tschüss. Ja. Birgit. 37, hallo Birgit. Hallo Domian. Ja, ich habe deine Sendungs-CD heute eigentlich zum ersten Mal. Doch bloß. Ehrlich? Ja. Und bist gleich durchgekommen, das ist ja eine Sensation. Ja, ich habe eine Weile probiert. Ja. Aber ich habe schon viel davon gehört von der Sendung und habe jetzt einfach mal so ein bisschen reingehört und ja. Und ich habe also auch ein Problem. Mhm. Ich lebe seit etwas über einem Jahr mit einem sozusagen in Anführungsstrichen Zusammenleben mit einem Mann zusammen, der eigentlich noch in einer anderen Beziehung ist. Mhm. Und ich weiß gar nichts über sein Privatleben, was da also so abgeht. Du weißt nicht, ob er Kinder hat? Also das weiß ich schon, aber über das Privatleben so ja. Aber was er jetzt führt, dieses Leben mit dieser Frau, da weiß ich gar nichts. Das heißt, du weißt nicht, ob die im Streit sind, ob das ganz gut läuft noch? Ja. Gar nichts, weißt du? Nein, darüber weiß ich nicht. Weißt du, wie lange die zusammen sind? Ich glaube, so etwas über 2 Jahre. Ach, auch noch nicht länger. Und die haben ein Kind miteinander? Nee, die haben nicht kein Kind miteinander. Mhm. Er ist auch älter, er ist etwas über 50. Mhm. Und er hat auch schon einen Erwachsenensohn. Und ja, es geht eigentlich darum, dass wir uns zwar tagsüber sehen, so, wenn er Zeit hat, so zwischendurch kommt, so, wir führen eigentlich so eine ganz normale Beziehung, wir frühstücken miteinander, wir Mittagessen tun wir so miteinander zwischendurch, wenn er Zeit hat, kommt er auch immer. Ja. Aber er geht halt abends immer um diese Zeit heim und ja. Ich weiß dann gar nichts, ich habe keine Telefonnummer. Arbeitet er nicht? Bitte? Arbeitet er nicht? Ja doch, er arbeitet ja tagsüber. Und kommt da zwischendurch zu dir und geht dann abends nach Hause und du weißt gar nicht, wohin er dann nach Hause geht, was da los ist. Warum fragst du ihn nicht? Das habe ich schon gemacht. Und dann sagt er halt, er löst das auf seine Weise. Das dauert ein bisschen. Aus welchem Grund das so ist, er antwortet mir nicht. Ich habe das schon bestimmt 3-4 Mal probiert, diesen Anlauf. Mhm. Und das ist auch immer das, wo es eigentlich Probleme gibt. Weil ansonsten ist er wirklich ein fantastischer Mann. Der macht alles, er tut alles, er ist für mich da. Aber das ist wie so eine Nebelwand, der Abend und sein Privatleben. Genau. Du kannst, da ist irgendeine Frau, irgendwas ist da, aber... Du weißt gar nicht, woran du da bist mit dieser Geschichte. Genau. Mhm. Hat er denn irgendwas in Aussicht gestellt? Hat er gesagt, naja, so, das dauert jetzt noch ein paar Monate und dann komme ich zu dir, oder? Also eine Zeit hat er nicht genannt. Er hat halt nur gesagt, er will es auf seine Weise lösen. Er stellt das schon in Aussicht, dass er das möchte. Nur ich bin mir da, ehrlich gesagt, mittlerweile gar nicht mehr so ganz sicher. Mhm. Wie ist das denn so an Wochenenden? Seht ihr euch da auch? Ja, der... arbeitet, also er hat einmal in der Woche frei und dann ist es halt so, wir verabschieden uns abends und dann sehen wir uns erst den übernächsten Tag praktisch wieder. Mhm. Und ja, und dann bin ich halt diesen Tag, ich höre nichts, ich sehe nichts, wann was passieren würde, sowohl von seiner Seite als auch von meiner.
würde es nicht erfahren. Mhm. Na, also wenn er jetzt heute ins Krankenhaus kommt oder er hätte einen Unfall, ich wüsste gar nicht, wo ich von nachfahren soll. Es gibt doch keine Handynummer, unter der du sie erreichen kannst. Gar nicht. Mhm. Ich möchte mal auf den Tag zurückkommen. Du sagst, dass ihr euch tags immer seht. Ja. Ich habe gerade so im ersten Moment gedacht, es schoss mir durch den Kopf, ich habe es gerade nicht gesagt. Arbeitet ihr gar zusammen? So im weitläufigsten Sinne. Wir arbeiten so in einer Firma. Ach so. Ach so, das heißt, durch die Arbeit seht ihr euch auch? Nee, weniger, weil wenn ich arbeite, dann bin ich unterwegs. Ach so. Wir sehen uns wirklich tatsächlich nur so während der Arbeit, wenn er Zeit hat und wenn er dann halt einen Auftrag kriegt, dann muss er weg. Aber dann kommt er zu dir nach Hause. Ja. Das heißt also, alle sexuellen Kontakte laufen dann zu Hause ab. Mhm. Bei dir. Mhm. Ja. Ich finde das ein bisschen seltsam. Der Mann ist 50 Jahre alt. Ja. Ihr seid ein Jahr zusammen. Ich kann sowas immer irgendwie verstehen, wenn das ganz frisch ist, dass man da vielleicht noch ein bisschen Geheimnis drum macht, wie man so lebt und was da los ist. Aber mich würde das schon ein bisschen wütend machen an deiner Stelle, wenn ich nach einem Jahr immer noch nicht wüsste, was da los ist. Spielt er dir denn vor, dass er dich sehr liebt und dass das nur was ganz Wichtiges für ihn ist? Also ich denke schon, dass das ehrlich ist, weil er behandelt mich so, also wirklich sehr zuvorkommend. Ja. Also ich habe noch nie das Gefühl gehabt, so also als Frau behandelt worden zu sein wie jetzt. Umso schlimmer. Finde ich es. Wenn das wirklich ernst ist, es ist natürlich schön, wenn es ernst gemeint ist, müsste er mit dir doch auch fairer umgehen, was diese andere Geschichte anbelangt, was sein Privatleben anbelangt. Da hast du doch ein Recht auf das zu erfahren, was da los ist. Ja, das habe ich schon. Ich finde, dass du aber wirklich verdammt nochmal ein Recht drauf hast. Das ist auch nicht indiskret oder damit setzt man ihn auch nicht unter Druck, einfach mal zu fragen, was ist denn da? Wie lebst du? In welchen Gefühlen steckst du drin? Ich möchte das für mich, also ich rede jetzt in deinem Namen, ich möchte das für mich auch wissen, um das für mich alles einzuordnen. Ja, das Problem ist halt, ich habe also schon ein paar Mal versucht, da mit ihm drüber zu reden. Und im Endeffekt habe ich jetzt so den Eindruck gekriegt und auch gewonnen, dass er im Endeffekt dann lieber sagen würde, hier bei mir zum Beispiel, es ist Schluss. Und aber das ist doch schlimm. Weißt du, da kann man doch fast schon Verdacht haben, der fährt absolut zweigleisig. Der hält sich zwei Frauen. Das habe ich ihm auch schon so auf den Kopf zugesagt. Und dann steht er auf, geht weg und dann, ja, war's das. Das spricht auch nicht für ihn. Nein. Das spricht nicht für ihn. Wenn der es wirklich ehrlich meinen würde mit dir, müsste der eigentlich sehr getroffen sein. Da müsste er sich ja in dich hineinversetzen. Eine Sekunde, ein paar Minuten sich in dich hineinversetzen, dann müsste ihm klar sein, was das für eine beschissene Situation für dich ist. Das sagt er ja auch immer wieder, er versichert mir das auch immer wieder, dass diese Situation nicht so normal ist und dass ihm das auch leid tut. Und ja gut, das ist Geschwaller. Sage ich jetzt mal ganz despektierlich, nach einem Jahr ist das für mich Geschwaller. Da soll er mal Butter bei die Fische tun und das erklären. Er soll es einfach nur erklären. Vielleicht könntest du damit ja dann auch umgehen. Aber da er es nicht erklärt, hat er offensichtlich irgendwas zu verbergen. Ja, ich habe ihm das auch gesagt, weil wir könnten ja wirklich drüber reden, weil, wie gesagt, ich denke, mit dieser Erkenntnis, was da wirklich ist, könnte man besser leben. Mit Sicherheit, aber, er gibt mir keine Antwort. Ich finde, dass du da zu nachgiebig bist, Birgit. Ich verstehe wiederum auch, dass du Angst hast, ihn zu verlieren. Mhm. Aber wenn du ihn deshalb verlierst, dann ist es aber auch nicht die große Liebe. Dann würde der dich nicht einfach so gehen lassen. Mhm. Wenn der jetzt schon andeutet, er schmeißt eure Beziehung hin, wenn du mal ein bisschen, ich meine, du hast doch schon so viel Geduld bewiesen nach einem Jahr. Ich meine, das ist doch schon mal, du hast doch was in die Waagschale gelegt. Wenn du jetzt gleich nach 3 Tagen rumkrakeelt hättest und hysterisch gewesen wärst und nach ein paar Wochen hättest gesagt, so geht es nicht. Du hast ein Jahr stillgehalten. So. Finde ich, hast du das Recht, ihm die Pistole auf die Brust zu setzen und sagen, pass mal auf, so geht das irgendwie nicht mehr. Ja, wie gesagt, das haben wir probiert. Ich denke, dass das eher dann wirklich so ist, dass es auseinandergeht. Und das ist die Frage. Das ist immer diese Frage, was ich machen soll. Soll ich oder soll ich nicht? Ne? Ich finde, du sollst. Weil, wie gesagt, das sagt ja dann ganz viel auch über die Qualität eurer Beziehung aus, wenn er dann geht. Hm. Und das bleiben einfach Mutmaßungen, dass er mit dir spielt auch. Ja. Ne? Das ist einfach so. Ist so. Liebe Birgit, die Sendung ist gleich vorbei, aber ich habe, glaube ich, auch das inhaltlich gesagt, was ich dazu sagen kann. Ja, das ist okay.
Alles Gute. Danke sehr. Tschüss, Birgit. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Uli Kapp, Jan Holz, Martin Haberbosch, Johanna Knura, Christian Part, Christian Großpitz, Jan Grefe zu Baringdorf und Elke Büchter. Samstagabend, 23.30 Uhr, ist mein Gast Frank Blasberg. Und wenn ihr gerne mitmachen wollt, ruft an. Eine Stunde vorher sind die Leitungen geschaltet oder meldet uns unter domian@wdr.de. 23.30 Uhr, Samstag. Hart aber fair, Moderator Frank Blasberg. Macht's gut, bis dahin, tschüss.